Lieber Trader, ich mache heute weiter mit dem zweiten Teil meiner Webinarreihe Der Weg zum erfolgreichen Trader. Diese Webinarreihe soll einen Überblick geben, darüber geben, wie erfolgreiches Trading funktionieren kann. Ganz wichtig ist, man darf Trading nicht verwechseln mit Investieren. Das mag vielleicht plausibel erscheinen, es ist aber eine Verwechslung, die sehr häufig gemacht wird. Ein Investor kauft eine Firma ganz nach dem Stil von Warren Buffett und beteiligt sich an diesem Unternehmen für längere Zeit. Ein Investor arbeitet nicht mit einer markttechnischen Verlustbegrenzung, sprich, Warren Buffett verkauft nicht ein Investment nur, weil der Kurs einmal schwach ist oder weil die Börse etwas kriselt. Ein Trader hingegen arbeitet mit markttechnisch definierten Verlustbegrenzungen. Er hat ein strenges Risikomanagement und ein Trader behandelt eine Aktie als Aktie. Ein Trader beteiligt sich nicht an einem Unternehmen. Ein Trader kauft eine Aktie auch manchmal nur deswegen, weil er davon ausgeht, dass eine Woche später die Menschen mehr Geld für diese Aktie bezahlen Nicht verwechseln. Wie kann man sich das Thema Trading so übergeordnet vorstellen? Ich sage, ich bin ein Trader und ich verfüge über ein Repertoire an klar definierten Trading-Strategien. 15 handle ich derzeit ungefähr. Ich definiere auch ein Universum und das ist ein erster wichtiger Schritt, den viele Trader gar nicht machen. Sie wissen eigentlich gar nicht, was handeln sie, was wollen sie beobachten, welchen Markt wollen sie eigentlich beherrschen. Trader bilden Erfahrungswerte. Und das muss einem klar sein, wenn ich heute verschiedene Chartmuster und Strategien vorstelle, dann wird man darin umso besser, je öfters man die einfach durchgeführt hat. Der Mensch erkennt Muster und der Mensch erkennt aber auch die Kontextinformationen. Er nimmt Nachrichten wahr, der Mensch nimmt Stimmungen wahr. Der Mensch nimmt andere Aktien einer gleichen Branche wahr und so weiter und so fort. Basierend auf den Mustern, die die Auslöser für Positionseröffnungen sind, bildet der Trader Erfahrungswerte und lernt dann im Laufe der Zeit richtig auf diese Muster zu reagieren. Ich kann euch dahingehend helfen, dass ich euch die Muster nenne, die es sich lohnt zu beobachten. Und indem ich euch meine Erfahrungswerte mitteile. Ihr müsst nicht alles selber bilden. Man kann sagen, und so stelle ich mir das vor, das menschliche Gehirn ist eine Art neuronales Netz. Da kommen tausend Informationen rein und das Gehirn filtert die und kommt zu einem Ergebnis. Ganz wichtig, welchen Markt handle ich überhaupt? Bei TraderFox haben wir gemerkt, dass ganz viele Trader dieses Thema vernachlässigen und darum haben wir diesem Thema jetzt auch verstärkt Aufmerksamkeit entwickelt und haben unser systematisches Vorgehen auch in Form von Kurslisten klarer abgesteckt. Ich habe für mich den Anspruch folgendermaßen definiert. Ich kann nicht alle Aktien auf der Welt handeln, ist klar. Ich muss mich für einzelne Märkte entscheiden, die ich handeln möchte. Aber dann ist mein Anspruch, die Märkte, die ich beobachte, möchte ich beherrschen. Und unter beherrschen verstehe ich etwas ganz Einfaches. Es kann nicht sein, dass in dem Markt, den ich beobachte, sich eine neue Apple aufmacht und ich bekomme das nicht mit. Wenn in dem Markt, den ich beobachte, eine neue Apple heranwächst, dann möchte ich das mitbekommen. Genauso wie wenn eine neue Netflix entsteht, eine neue Facebook oder eine neue Nvidia. In dem Markt, den ich beherrsche,
führe ich systematische Screenings durch, um auf die Top-Gewinneraktien aufmerksam zu werden. Wie werden solche Listen bei uns generiert? Schauen wir uns zum Beispiel mal den deutschen Aktienmarkt an. Und ich zeige das hier mal auf traderfox.com. Gleich auf der Startseite gibt es die Kursliste Deutschland alle, Frau Größe 1 Million. Das heißt, in dieser Liste sind alle deutsche Aktien drin, die ein tägliches durchschnittliches Handelsvolumen von über 1 Million haben. Die Liste wird von uns täglich aktualisiert. Das heißt, ich habe hier alle liquiden deutschen Aktien drin in dieser Kursliste. Wie bilden wir die? Wir schauen uns alle Aktien an, die an der Börse Frankfurt notieren. Wir schauen uns alle Aktien an, die auf Xetra notieren. Und dann machen wir an der Hauptbörse eine Auswertung des Handelsvolumens. Wir berücksichtigen dabei nur deutsche Aktien. Also eine Aktie wie Dialog Semiconductor, die in Großbritannien sitzt, aber auch auf Xetra notiert ist, oder auch eine Apple, die auch auf Xetra notiert ist, aber wobei es sich natürlich um ein US-Unternehmen handelt, die wäre in dieser Kursliste nicht dabei, weil die Liste Deutschland 200, in Klammer Volumen, die 200 am meisten gehandelten deutschen Aktien, beinhaltet, wie der Name schon sagt, nur deutsche Aktien. Wenn jetzt hier in Deutschland morgen ein IPO auf den Markt kommen soll, ein IPO stattfinden sollte. Und dieses IPO ist von Bedeutung. Das heißt, es wird flüssig gehandelt. Dann befindet sich die Aktie 3 Tage später automatisch in dieser Kursliste. Das heißt, wenn wir von diesen Volumenlisten ausgehen, können wir den Markt definieren, den wir beherrschen wollen. Ich gehe hier zum Beispiel mal in den Explorer von TraderFox und da habe ich Länder und Indizes. Ich kann sagen, am deutschen Markt möchte ich alle deutschen Aktien mit einem Handelsvolumen von über 1 Million Euro haben. Am US-Markt möchte ich die 2000 größten und in der Tat am US-Markt handle ich die 2000 größten Aktien mit einem Handelsvolumen von über 10 Millionen US-Dollar. In Europa ist der relevante Markt für mich Europa 500. Manchmal, wenn ich viel Zeit habe für Research, gehe ich auch auf Europa alle mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von über 2 Millionen Euro und beobachte diesen Markt systematisch. Was heißt systematisch beobachten? Im einfachsten Falle beobachte ich, welche Aktien neue Hochs machen. Weil, wenn eine neue Apple entstehen sollte, dann wird diese neue Apple täglich Stammgast hier in dieser Radarbox neues 52 Wochen hoch sein. Wenn eine neue Wirecard heranwächst, dann wird diese neue Wirecard Stammgast in der Radarbox neues 52 Wochen hoch sein. Die Top-Aktien, die über Jahre hinweg steigen, die sind Stammgast in dieser Radarbox neues 52 Wochen hoch. Und das ist auch mein Basisscreening mit dem Ziel, einen Markt zu beherrschen in den Märkten, die ich handle, muss ich wissen, welche Aktien ständig neue 52 Wochen Hochs machen. Und dann weiß ich, dass ich hier genauer nachschauen muss. Kurze Frage. Okay, jetzt haben wir Leute geschrieben, dass der Ton nicht ganz so gut ist. Wer kann das bestätigen? Ist der Ton gut oder nicht so gut? Bitte ein kurzes Feedback. Okay, 90% sagen gut. Ich mache mal hier noch, ich habe Dropbox schon ausgemacht. Ich deaktiviere noch OneDrive, so dass ich überhaupt kein... So dass ich überhaupt keinen Upload-Stream habe.
Okay. Wer handelt ausschließlich im deutschen Markt? Oder schreibt mal rein, welche Märkte ihr handelt. Europa, Deutschland, USA. Schreibt alle drei rein, wenn ihr alle handelt, damit ich so ein bisschen den Schwerpunkt bekomme. Okay, wir haben doch noch eine überwiegende Anzahl von Tradern, die den deutschen Markt handeln. Ja, US-Markt kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da spielt die Musik, da gibt es die tollsten Stories. Den amerikanischen Markt sollte man auch handeln. Okay, was ich heute vorstellen möchte in diesem zweiten Webinar, dieser Webinarreihe, sind Kurzfrist-Trading-Strategien. Also Muster, Handelsmuster, die auf eher wenige Tage ausgerichtet sind. Also wir haben das so definiert mit einer Haltedauer Intraday bis maximal 10 Tage. Der Einstieg erfolgt nach klar definierten Signalen. Wir reagieren richtig auf Signale. Ich stelle heute eine anteilige Mischung zwischen verschiedenen Swing-Trading-Ansätzen vor. Im dritten Webinar machen wir dann übrigens die mittelfristigen Trading-Strategien. Aber heute geht es um die kurzfristigen Muster, die ich so gerne beobachte. Wie beobachte ich die? Das erfolgt über das Trade-Radar hier. Beim Trade-Radar haben wir nicht alle, aber da haben wir die wichtigsten Muster haben wir aufgelistet. Klassische Charttechnik, Rebound-Signale, Trendfolge, Gaps, Swing Trading, Range Breakouts. Fangen wir an. Und ich möchte auch ein bisschen immer zu der Entstehungsgeschichte erzählen, warum wir diese Signale entwickelt haben. Die Trend Continuation Line ist ein Signal, das haben wir, glaube ich, 2011 oder 2012 entwickelt. Sie basiert auf der Philosophie von Dan Senger, der ja Furore gemacht hat mit seinem gewaltigen Anstieg. Er hält den Rekord. Er hat aus 11.000 US-Dollar 18 Millionen US-Dollar gemacht. Und dieser Daniel Zenger hat auch mit Wasser gekocht. Der hat sich auf die stärksten Aktien der Wall Street konzentriert, hat dann auf die Ausbrüche mit hohem Volumen gewartet und hat diese Ausbrüche gekauft. Wir wollten einen Screener haben, der in trendstarken Aktien die relevante charttechnische Widerstandslinie einfängt. Sprich, wir haben in sehr starken Aufwärtstrends geschaut, wo gibt es bedeutsame Hochs, und ausgehend von diesem bedeutsamen Hoch bildet sich eine Trendlinie mit dem ersten lokalen Hoch. Schauen wir uns das anhand eines Chartbilds an, dann wird es klar. Man hat hier einen Trend im Vorfeld. Hier gibt es ein bedeutsames Hoch. Ich markiere das mal. Hier gibt es ein bedeutsames Hoch. Dann gibt es hier das erste Hoch, das darunter liegt, auch ein kleines lokales Hoch. Und hier wird dann diese Trendlinie gebildet. Und das ist die Trend Continuation Line. Mit dem TraderFox Screener kann diese Trend Continuation Line systematisch erkannt werden. Und dann kann man darauf achten, ob wie hier bei diesem Beispiel mit Puma das Handelsvolumenmuster gültig wirklich durch die Decke geht. Hm.
Schauen wir mal nach aktuellen Signalen. Eckert und Ziegler hat heute eine Trend Continuation Line ausgelöst. Und da erkennt man das Prinzip. Wir haben eine, Moment, ich mache mal das Gezeichnete raus hier. Hier erkennt man das Prinzip. Ganz klares Trendverhalten, dann ein Zwischenhoch von 3 Tagen, 1, 2, 3 und dann heute der Break. Jetzt wurde die Trend Continuation Line gebreakt. Das ist ein sehr schöner Screener, um auf solche Ausbruchsbewegungen bei trendstarken Aktien aufmerksam zu werden. Die Trend Continuation Line. Ich mache weiter mit dem Dynamic Breakout. Als Trader merkt man sehr schnell, dass man sein Geld nicht in langweiligen Aktien parken sollte. Wenn man langweilige Aktien gut findet, die sich nicht bewegen, kauft man die eine, dann die nächste, dann die dritte, dann die vierte. Aber so richtig will keine Freude aufkommen. Als Trader sollte man ganz gezielt nach Aktien Ausschau halten, die Bewegung haben. Die Trend Continuation Line hat ja schon in diese Richtung gezielt und auch der Dynamic Breakout setzt eine starke Kursdynamik voraus. Wir haben hier nicht nur ein lokales Hoch, das überschritten werden muss, sondern ein lokales Hoch muss auch mit Dynamik, mit Momentum überschritten werden. Ich zeige hier ein Beispiel von SolarEdge. Wir haben hier ein Hoch und es geht nun darauf, neue Hochs zu finden. Man könnte jetzt einen Screener anwerfen, neues Monatshoch oder neues 52-Wochen-Hoch. Das Problem ist, dass diese Screener oft viel zu viele Signale melden. Und gerade wenn man nicht immer 2 Stunden Zeit hat, alle neuen 52-Wochen-Hochs zu checken, kann man sich auf die neuen Hochs konzentrieren, die mit besonders viel Dynamik ausgelöst wurden. Hier sehen wir, hier gab es einen Rücksetzer bei der Aktie. Sie nimmt Anlauf, sie legt in wenigen Tagen um 10-15% zu und geht dann auf die neuen Hochs raus. So ist ein Dynamic Breakout definiert. Dieses Signal habe ich bereits 2006 entwickelt und es ist immer schön anzuschauen, wie sich ja in meinen letzten 12 Jahren die Strategien, die ich handle, eigentlich so gut wie gar nicht geändert haben. Ich habe bei der Vorbereitung für die Webinarreihe noch ein Trade-Beispiel aus dem Jahr 2008 gefunden, das ich einmal zusammengeschrieben habe, irgendwann vor 6-7 Jahren. Nee, nicht vor 6-7 Jahren. 2008 ist schon 11 Jahre her. Genau. Auch damals bin ich genau gleich vorgegangen. Ich wollte keine Aktien haben, die langweilig sind. Ich habe nach den Aktien geschaut in Trends. Evotech hatte damals ein neues Hoch gemacht. Dann kam der Anlauf von auf 1 Euro runter korrigiert, dann hoch auf 1,13 Euro und damit richtig viel Schwung auf neue Hochs. Ich stieg darauf hinein. Ich kaufte den Dynamic Breakout. Ich kaufte damals, man sieht das, wie viel Stück? Ich kaufte damals 15.000, 20.000 Evotech zu Preisen von 1,11 Euro, 1,12 Euro. Und ich verkaufte einen Tag später 20.000 Evotech zu 1,29 Euro. Sind fast 3.500 Euro innerhalb von einem Tag. Jetzt wissen Sie auch, warum es früher leichter war, als Trader groß zu werden. Diese Bewegungen gibt es heute am deutschen Markt nicht mehr. Diese Aktien gibt es am deutschen Markt nicht mehr. Ist eine sehr traurige Geschichte, wie sich der deutsche Kapitalmarkt entwickelt hat. Aber es ist nun mal so. Das heißt, ich hatte 2006, 2008 fast nur deutsche Aktien gehandelt, aber ganz einfach, weil es dort diese explosiven Muster noch gab,
Heute ist der Aktienmarkt so klein geworden. Und es sind ja nur noch, es sind ja weniger als 300 liquide gehandelten Titel. Und diese Ausbrüche, die so dynamisch durchlaufen, sind eine absolute Seltenheit geworden. Eine schöne Zeit war das damals. Und was man hier auch sieht, und darum empfehle ich jedem wirklich zwei Depots zu machen. Evotec ist ja dann gelaufen auf wie viel? Schauen wir kurz nach. Ich hatte die damals zu 1,10 Euro gekauft, 20.000 Stück. Hätte ich eigentlich auch halten können, gell? Hätte ich jetzt mein Geld auch in der Spitze quasi verzwanzigfacht. Mit Investments in richtigen Aktien lassen sich ebenfalls extrem hohe Renditen erzielen. Und darum ist meine Empfehlung für alle, die sich mit der Börse beschäftigen, macht wirklich zwei Depots auf. Versucht euch als Trader und versucht euch als Investor. Und vielleicht werdet ihr feststellen, dass ihr mit euren langfristig ausgerichteten Depots die bessere Performance erzielt als mit Trading. Darum immer zwei Depots führen und beide Depots nebeneinander laufen lassen. Und dann muss man ehrlich zu sich sein und sollte auch die Depots, die Performance von diesen beiden Depots immer miteinander vergleichen. Genau, hier an dieser Stelle möchte ich noch ganz generell den Aufbau der Radarboxen auf TraderFox zeigen. Wir haben oben die Signale, die neu ausgelöst werden, und unten haben wir die Kandidaten. Also Kandidat heißt, es wurde ein Breakout-Trigger identifiziert, der aber noch nicht ausgelöst wurde. Der Breakout-Trigger hier bei SolarEdge ist diese grüne Linie, und wenn solange die Aktie auf dies unterhalb dieser grünen Linie ist, aber bereits ein Momentum aufgebaut hat, dann erscheint sie in der Radarbox hier als Kandidat. Das heißt, man wird nicht überrascht, dass auf einmal ein neues Signal reinkommt mit einer Aktie, die einen Dynamic Breakout hinlegt. Man kann hier in Echtzeit verfolgen, wie sich eine Aktie diesem Breakout-Trigger annähert. Das waren jetzt zwei prozyklische Signale. Ich mache weiter mit einem antizyklischen Signal, und zwar dem Lonely Warrior. Der Lonely Warrior wurde von mir, glaube ich, 2010 im Traders Magazin vorgestellt. Er tritt dann auf, wenn eine Kerze komplett außerhalb der Bollinger Bänder gebildet wird. Also wenn wir eine klar überverkaufte Situation haben. Oder überkaufte Situation. Der Vorteil ist bei diesen Signalen, dass man hier wenig Risiko akzeptiert, maximal 2, 3 oder 4%, und dass man im Erfolgsfall oft V-förmige Erholungsbewegungen hat, die auch mal 10-20% schnelle Kursgewinne bringen können. Ich zeige hier ein Beispiel für einen Lonely Warrior bei Teradyne. Wir hatten hier eine Candle außerhalb der Bollinger Bänder. Das Signal könnte am nächsten Tag getriggert werden, wenn der Kurs hier rüber geht. Tut er aber nicht. Am nächsten Tag haben wir auch noch eine Aktie komplett außerhalb der Bollinger Bänder. Das Signal könnte hier getriggert werden, wenn der Kurs da drüber geht. Ging er aber nicht. Auch hier haben wir die Kerze komplett außerhalb der Bollinger Bänder und auch hier haben wir die Aktie außerhalb der Bollinger Bänder. Und hier an diesem Tag wird das Signal getriggert. Die Aktie übersteigt den Hochkurs oder den Eröffnungskurs des Tages. Hier habe ich die Verlustbegrenzung, die Risikotoleranz eingezeichnet. Und jetzt schauen wir, was passiert ist. Und es passiert das, was für dieses Signal oft so typisch ist. Es kommt zu dieser V-förmigen Erholungsbewegung. Sehr, sehr schön. Jetzt wird hier noch oft nachgefragt, was denn die Bollinger Bänder genau sind. Im Endeffekt, das ist schnell erklärt.
um einen gleitenden Durchschnitt, den sieht man hier, werden jeweils zwei Standardabweichungen nach oben, nach unten abgetragen. Und in der historischen Statistik lässt sich feststellen, dass in etwa 95% aller Kurse innerhalb der Bollinger Bänder stattfinden. Das heißt erst einmal nur, dass es sich um Extremwerte handelt, wenn die Aktie außerhalb der Bollinger Bänder, wenn die Kurse außerhalb der Bollinger Bänder notieren. Nicht jeder Austritt aus den Bollinger Bändern ist ein Kauf- oder Verkaufssignal. Das wird oft falsch gemacht. Wenn ich hier enge Bänder habe und wir haben eng geschlossene Bänder und eine Aktie geht nach oben, ist das niemals ein Verkaufssignal. Das ist eher der Hinweis, hey, jetzt passiert endlich was, jetzt kommt wieder Bewegung rein. Nach einer Phase der Volatilitätsberuhigung kommt endlich wieder ein Volatilitätsschub. Volatilität ist ja wirklich vorhersagbar. Also wenn man sich den DAX anschaut, dann gelten ja die Renditen als komplett unkorreliert. Aus der gestrigen Rendite lässt sich keine Schlussfolgerung auf die morgige Rendite ziehen. Aber Volatilität bleibt konstant. Aus der heutigen Volatilität lässt sich die morgige Volatilität vorhersagen. Und darum lohnt es sich übrigens auch, dass man ganz gezielt Ausschau hält nach Aktien, die in niedrigen Volatilitätsspannen drin sind und sich dann informieren lässt, wenn die Volatilität ansteigt. Dieses Signal heißt übrigens Kick-off Long oder Kick-off Short. Hier werden solche Volatilitätsausbrüche gemeldet. Hier, heute hatten wir einen Kick-off Short, wochenlang nichts passiert, dann auf einmal Ausbruch und dann haben wir hier ein prozyklisches Verkaufssignal gehabt. Der Lonely Warrior, ein antizyklisches Signal. Ein Signal, das ich sehr mag, ist der Sellout. Auch ein antizyklisches Signal. Es ist ein Klassiker, aber ein sehr erfolgreicher Klassiker. Am Chart erkläre ich, wie der definiert ist. Wir haben nach einer Phase fallender Kurse, findet ein Abverkauf statt unter hohem Volumen. Und dann haben wir einen Sellout-Tag. Wichtig ist, und das ist ganz wichtig, weil sonst geht das Signal gehörig schief, nicht am ersten Verlusttag mit hohem Volumen würde ich noch nicht einsteigen. Die Position wird erst dann eröffnet, wenn sich die Aktie nach oben zu lösen beginnt. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Ich öffne dazu unser Statistiktool. Ich wähle die Kursliste USA 1000. Ich suche mir hier den Sellout raus. Ich mache mal eine langfristige Auswertung. Vom Jahr 2000 bis heute. Da bekommt man die Aktien gemeldet, die nach einer Phase fallender Kurse mit extrem hohen Volumen abverkauft wurden.
Man sieht, dass dieses Signal auch direkt nach dem Abverkauf einen Long Bias hat, sprich einen Vorteil auf der Long-Seite, wenn man nach einem Sellout einsteigt. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier schöne Sellouts haben. Genau. Nach einer Phase der heftigen Kursverluste kommt es zu einem deutlichen Volumenanstieg, sprich einem deutlichen Volumenanstieg gegenüber dem 4-Wochen-Durchschnitt. Das sieht man hier. Da war der Sellout-Tag, da war der Volumenanstieg. Allerdings nicht sehr schön. Ich schaue mal, ob ich etwas Mustergültiges finde. Ja, hier war der Volumenanstieg etwas größer und im Vorfeld war es mustergültig. Hier sieht man die Kurse, die fallen. Es geht runter von 60 auf 40 und dann hat man diese Beschleunigung. Diese Beschleunigung des Abverkaufs, das Volumen nimmt zu. Hier herrscht Panik, die Menschen haben Angst, die Börsianer haben Angst. Das ist ein Sellout. Nach einer Phase der heftigen Kursverluste ein deutlicher Volumenanstieg. Selbst wenn man diesen Volumenanstieg immer sofort handelt, sieht man, dass man einen Long Bias hat im langen Lauf der Börsengeschichte. 4.722 Signale wurden ausgewertet. Und man sieht, dass man, wenn man mit einem Take Profit von 20% agiert, dass man nach 65 Tagen in 59% aller Fälle einen Gewinntrade eingestrichen hat, nach 100 Tagen schon in 65% aller Fälle. Nach 100 Tagen wurde ein 10% Take Profit in 82% aller Fälle erreicht. Ein minus 10% hier, ein minus 10% Stop Loss wurde hingegen nur in 68% aller Fälle erreicht. Seht ihr diesen Unterschied? Also direkt nachdem sich der Markt quasi, man muss es so formulieren, ausgekotzt hat, zeigen in den letzten 20 Jahren hat man einen deutlichen Vorteil auf der Long-Seite gehabt. Und darum mag ich dieses Signal, weil es hier einen statistischen Vorteil gibt nach so einem Sellout und weil man hier auch noch den Einstieg deutlich optimieren kann, wenn man wartet, dass sich der Kurs wieder nach oben zu lösen beginnt. Dann hat man diese ganzen Aktien, die nach schlechten Zahlen den ersten Tag durchgereicht werden, dann nochmal einen Tag und nochmal einen Tag. Da kann man die relativ gut vermeiden. So, jetzt haben wir nochmal eine sehr schöne Strategie, die auch auf einem sehr mächtigen Signal beruht. Und zwar ist die Idee auch der Gap Down. Und wie beim Sellout ist auch hier die Idee, die Kapitulation, die Angst, die Nervosität, die Panik. Die Aktie muss beim Chilligans Island auf einem neuen 2-Monats-Tief eröffnen. Je größer das Eröffnungsgap ausfällt, desto besser. Und dann wird am nächsten Tag die Position eröffnet, wenn es über den Hochpunkt des Gap-Tages hinübergeht. Ich zeige das mal hier. Das ist das Chilligans Island. Wir haben hier das Monatstief, dann wird das Monatstief gerissen. Und dann steigt die Aktie auf über den Hochpunkt dieser Candle und dann ist das Long-Signal erfüllt. Was man auch hier hat, wie beim Lonely Warrior, ist, dass man sehr viele V-förmige Erholungen findet. Schauen wir uns mal ein paar aktuelle Signale an.
Ich gehe hier mal auf Gilligan's Island Long. Naja, der berechnet alles in Echtzeit. Wir wollen ja so ein bisschen das Google der Finanzindustrie werden. Und unsere neue Serverarchitektur, die kann alle möglichen Anfragen in Echtzeit durchberechnen. Es werden wirklich über die letzten 19 Jahre werden alle Aktien an jedem Tag auf die Signale hin überprüft. Auch hier sehen wir einen Long Bias. Und auch das ist ein Hinweis darauf, dass es prinzipiell eine gute Idee ist, dann zu kaufen, wenn andere nervös sind, wenn andere Angst haben. Darin begünstigen sich oft die Einstiegspunkte. Beim Gilligan's Island kann man das Long Bias auch noch deutlich, deutlich verbessern. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte hier einen Makrofilter. Ich setze zum Beispiel voraus, dass der Gesamtmarkt auch unter Druck war. Dann nehme ich ein bisschen die Gewinnwarnungen raus und kann sicherstellen, dass der Gesamtmarkt diese schlechte Eröffnung ausgelöst hat. Jetzt sage ich hier, ich nehme als Makrofilter den S&P 500. Genau, und jetzt heißt es quasi, ich schaue mir alle Signale an des Gilligan's Island bei den 1000 Aktien, US-Aktien mit höchstem Handelsvolumen in den letzten 19 Jahren. Und zwar schaue ich mir das Gilligan's Island nur dann an, wenn der S&P 500 unter Druck war. Abstand größer 5% von 10 Perioden hoch. Jetzt kommen ganz viele staunende Bemerkungen im Chat. Viele sagen, sie haben noch gar nicht gemerkt, dass es dieses Tool auf TraderFox gibt. Ja, TraderFox ist inzwischen sehr vielfältig und sehr mächtig. Und wenn man die Software nur kurz anschaut, dann findet man oft gar nicht diesen mächtigen Funktionsumfang. Aber was wir hier sehen, was auch meine persönliche Erfahrung bestätigt, wenn ich einen schlechten Marktphasen, so ein Gilligan's Island habe, dann habe ich ein massives Long Bias für Take Profits Richtung 4%, 5%. Und das ist ja auch das, was wir mit diesen Kurzfrist-Trading-Strategien, was für viele auch optimal ist oder was für viele auch die Intention ist, dass man Trades hat, wo man 10 Tage sich Zeit einräumt, dass man mit Take Profits arbeitet von auch mal nur 5%. Und hier hat man bei Gilligan's Island insgesamt wurden 7200 Signale gefunden. Also die Statistik, die wir hier sehen, die basiert auf 7200 Trades. Ein Take Profit. Wenn ich 20 Jahre lang das Gilligan's Island gehandelt hätte und einen Take Profit von 5% platziert hätte, wäre dieser Take Profit nach 6 Tagen in 59% aller Fälle erreicht worden. Mein Take Profit von 5% wäre nach 20 Handelstagen in 77% aller Fälle erreicht worden. Ein Stop-Loss nur 59% aller Fälle. Also auch deutlicher Vorteil, dieses Signal auf der Long-Seite zu handeln. Wer hat das Statistiktool schon gekannt? Wer hat damit schon rumprobiert? Bitte einfach mal kurz schreiben. Gekannt oder unbekannt? Oder nein? Nee, schreiben genau nein oder ja schreiben. Wer hat es gekannt, schreibt ja. Wer es noch nicht gekannt hat, schreibt nein. Ja, ich gebe euch ja recht. Ich muss beim Webinar machen, wo ich einfach die Software erkläre.
So, jetzt machen wir noch eine Trendfolgestrategie, ein Trendfolgekonzept. Und zwar, das darauf beruht, dass ich in einem starken Trend nach Rücksetzern suche. Ich zeige das am besten an einem Chart. Wir haben hier einen starken Trend. Der Rücksetzer wird bei diesem Linda-Reschke-Signal über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt definiert, den 20er. Der starke Trend wird über den ADX gemessen. Und mit diesem Konzept ADX und Rücksetzer auf den gleitenden Durchschnitt will man quasi in einem starken Trend, will man schnelle Rücksetzer gut erwischen. Das sieht man hier. Hier kommt der Rücksetzer und dann nimmt die Aktie ihren Trend wieder auf. Soll ich euch die Slides eigentlich hier reinstellen? Mache ich, oder? Okay. Moment, ich stelle es gleich hier zum Download bereit. Dann könnt ihr euch das alle noch in Ruhe anschauen. Moment. Unterlagen, Datei ziehen und einfügen. So, bei mir steht 100%. Kam die Datei bei euch an? Könnt ihr die jetzt runterladen bei euch? Bitte ganz kurz ein Feedback. Okay, das ist gut. Genau, da auch noch der Hinweis jetzt auf eine ganz wichtige Webinarreihe, die auch im Februar startet mit wirklich richtig coolen neuen Strategien, die ich zum ersten Mal vorstelle. Am 29. Januar 6 neue Strategien für Anleger und Trader. Wir stellen da einmal die Leverman-Strategie vor, die Leverman-Methode für mittelfristige Anleger oder Trader. Ich stelle die Kurzfrist-Trading-Strategien von Adrian Mentz vor. Wir stellen die fundamentalen Screening-Verfahren von Piotrowski vor, den Piotrowski F-Score. Also wird eine ganz spannende Webinarreihe. Ich habe den Link hier reingestellt. Meldet euch da bitte an. So, jetzt noch der Hinweis, wir haben ja auch eine Trading-Sektion zu Kurzfrist-Trading-Strategien. Die wird von Marvin Herzberger geführt. Und wen das interessiert, noch der Hinweis, ihr müsst noch nicht das große Abo Strategien kaufen. Wir bieten nächste Woche ein günstiges Testangebot für diese Trading-Sektion für 19 Euro pro Monat an. Und wen da diese ausgearbeiteten kurzfristigen Trades interessieren, der kann sich das mal angucken. Der Marvin, der sucht hier auch nach diesen Signalen, wie wir sie heute besprochen haben, schaut sich die Statistiken an. Er handelt Long und er handelt Short. Jeden Tag kommen zwei Trades. Und er arbeitet auch mit engen Take-Profits von oft nur 5, 6% und einem Stop-Loss von nur 4%. Also da wird diese Kurzfrist-Trading-Strategie-Philosophie sehr gut abgebildet. So, das war es auch schon von meiner Seite heute mit diesem zweiten Teil. Ich wollte einen Überblick geben über Kurzfrist-Trading-Strategien. Ich kann hier natürlich nur ein paar Strategien anreißen. Ich kann keine allumfassende Anleitung geben mit 20 verschiedenen Trading-Beispielen. Das ist auch gar nicht die Intention von dieser Webinarreihe, sondern es geht wirklich darum, Ihnen ein Gefühl, ne, euch ein Gefühl dafür zu geben, wie ihr vorgehen müsst, um selber einen Weg zu finden, ein erfolgreicher Trader zu werden. Es gibt viele Wege. Meine Philosophie ist ein möglicher Weg und ich denke, den Vorteil, den ihr habt mit meiner Philosophie ist, dass ich das wirklich schon seit 2006 so durchhandle und damit bis jetzt jedes Jahr erfolgreich bin. Also das Ganze hat Hand und Fuß und darum ist es auch vor allem für Anfänger eine gute Orientierung, wie man an der Börse vorgehen kann.
aber natürlich nicht muss. So, ich habe die Fragen mitgelesen. Ich werde vieles davon im nächsten Webinar auch einbauen. Und jetzt wünsche ich euch einfach noch einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Ciao.